Willkommen bei Gametainment. Es wird informiert und wir möchten euch auf wöchentlicher Basis mal die wichtigsten Infos der Woche mitgeben. Und wir fangen auch gleich an hier mit Pokémon Schildschwert. So, das Game ist jetzt ein bisschen über eine Woche auf dem Markt. Ist ganz gut eingeschlagen. Die Story ist ganz lustig, ganz interessant, aber viel wichtiger das Gameplay. Und das Gameplay ist toll, ob schon das ein oder andere bekannte, wie für einen wichtige Pokémon fehlen. Bisasam beispielsweise nicht dabei. Noch so ein paar Standard-Pokémon, Standard-Pokémon für die ganz alten Hasen leider nicht dabei. Aber meine Güte, dafür gibt es eine relativ lange Story, eine relativ lange Kampagne, beziehungsweise sogar eine zweigeteilte Kampagne. Wenn man es abgeschlossen hat, kann man nochmal eine kleinere Kampagne zum Starten des starten, um letztendlich das legendäre Pokémon seiner jeweiligen Edition zu besorgen. Viel wichtiger, wie funktioniert der Online-Modus? Man kann online Raids machen, online gegeneinander kämpfen, Pokémon tauschen etc. Und das läuft schon ziemlich gut. Also viele Pokémon haben wir schon getauscht. Es gab keinen Abbruch, also keine Pokémon verloren gegangen. Allerdings Probleme beim Online-Modus selber, dass man entweder veraltete Infos hat und den Raid gar nicht betreten kann etc. Man findet sich gegebenenfalls gar nicht, selbst wenn man den Linktausch mit Passwort versieht, findet man sich nicht etc. Das ist ein bisschen nervig. Aber da hat es auch in der vergangenen Woche schon Wartungsarbeiten am Online-Service gegeben, ganz konkret Richtung Pokémon Schild und Schwert. Läuft seither auch verhältnismäßig stabil. Liegt aber vermutlich auch eher an der Tatsache, dass man nach den Wartungsarbeiten am Folgemorgen dann nochmal Notverwartungsarbeiten reingeballert hat, um zu fixen. Es läuft jetzt besser, immer noch nicht so richtig schön. Die Naturzone im Online-Modus laggt immer noch wie die Hölle. Das ruckelt sehr viel, das ist schon anstrengend. Spielbar, macht auch Spaß, aber da geht mehr Nintendo. Call of Duty Mobile hat in dieser Woche wirklich ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Update bekommen. Erstmal, neue Season startet jetzt. Das heißt, zweite Season, Call of Duty Mobile ist jetzt so gut wie am Start. Viel wichtiger aber, Zombie-Modus ist da. Wurde von vielen letztendlich gemeckert, es wurde sich beschwert. Die Social-Media-Plattformen sind da quasi vollgepappt worden mit, wo ist mein Zombie-Modus? Ohne Zombie-Modus ist alles Kacke. Er ist da. Und er ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe also auch meine ersten Runden schon gemacht und der weiß zu gefallen. Also das ist ganz lustig. Da werde ich vermutlich auch im Stream unter gametainment.tv nochmal die ein oder andere Stunde verbringen und in Season 2 natürlich auch wieder Battle Royale Legendary Farm. Das Ganze aber mit dem Controller, denn auch der Controller-Support ist reingekommen diese Woche mit dem letzten Patch. Und da hat man sich wirklich Zeit gelassen, also auch da hat man reagiert und immer wieder gesagt, wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran. So als Spieler hat man sich gedacht, na, ihr seid dran, nein, doch. Und er ist wirklich gut geworden, er kommt mit super schönen Standard-Presets, Sensitivity-Settings, Low, Medium, High. Das sind sehr, sehr gute Presets tatsächlich, die haben mir echt gut schon gefallen. Man kann aber auch alles manuell einstellen, also man kann wirklich alles nach seiner Vorstellung letztendlich anpassen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Getestet habe ich jetzt bisher den PlayStation 4 Controller, den DualShock und ein SteelSeries Nimbus, der MFI ist und zertifiziert ist. Beide funktionieren einfach schmackofatz gut, kommt richtig Freude auf beim Spielen. Also wenn ich es verpassen möchte, wenn man mitspielen möchte oder wenn sich einfach nur mal ein besseres Bild vom Spiel machen möchte, gametainment.tv, montags bis freitags, 19 bis 22 Uhr, geht die Luzi ab. Und dann kommen wir zur Eiskönigin 2. Auch die wurde lange erwartet. Jetzt war es endlich soweit, ist in der laufenden Woche released worden und hat gleich 204.000 Besucher am Release-Tag ins Kino gelockt und sagenhafte 1,3 Millionen Euro eingefahren. Damit ist letztendlich der beste und erfolgreichste Start dieses Jahr für einen Animationsfilm. Hat mehr Fans ins Kino gelockt als jeder andere Animationsfilm in diesem Jahr am Starttag. Aber das wird sich mit Sicherheit auch weiter so entwickeln. Der wird richtig, richtig erfolgreich, gehe ich von aus. Denn wir waren auch im Kino. Er ist echt nicht schlecht.
Kann man sich auch als erwachsener Papa mit seiner Tochter echt gut anschauen. Olaf hat wieder seine Momente, ohne jetzt in irgendeiner Weise zu spoilern. Also da kommt richtig Freude auf. Das macht richtig, richtig Spaß. Also ein schöner Film. Kann man davor den ersten Teil nochmal schauen. Dann hat man so ein bisschen mehr, ein bisschen besseren Deep Dive in den zweiten Teil. Es wird aber auch viel gezeigt. Also Referenzen werden erklärt, etc. Also passt für die großen und die kleinen Zuschauer. Also guter Start. Daumen nach oben. Die Release-Liste für die kommende Woche. Am 26.11. haben wir Monster Jam Steel Titans, ein Rennspiel für die Switch. Am 28.11. ebenfalls für die Switch ein Adventure, Black Sad Under the Skin. Trover Saves the Universe, Action Adventure, ebenfalls für die Switch und kommt ebenfalls am Donnerstag, den 28.11. Am Freitag, den 29.11., haben wir dann Weakless, ein Adventure für die Xbox One. Where the Water Tastes Like Wine für die PS4, Xbox One und die Switch kommt ebenfalls am 29.11. Es handelt sich um ein Adventure. Und am Samstag, den 30.11., pünktlich zum Wochenende, der Pro Fishing Simulator für die PS4 und die Xbox One. Und ich denke, den müssen wir uns bei GameTainment auch mal anschauen, denn diese Simulatoren erfreuen sich wirklich sehr, sehr großer Beliebtheit. Und Fishing Simulator klingt jetzt erstmal ganz interessant. Werden wir uns auch mal anschauen. In diesem Sinne sage ich von hier aus, bis nächste Woche kommt es wieder ein Video mit entsprechenden Highlights aus der Redaktion. Lasst mal einen Daumen nach oben da, lasst mal einen Daumen nach unten da, erklärt mir in den Kommentaren, warum der Daumen nach unten geht oder warum er nach oben geht. In diesem Sinne, mit Ö.